Nach einer obligatorischen, aber sehr pyromantischen Nacht geht's ins Bad zum Frischmachen. In der Küche angekommen, wird erstmal das Frühstück vorbereitet. Heute gibt es Super Smackers mit Feiermilch. Dann ist es schon wieder Zeit für das Videoschneiden mit dem Pyromaster 3000, der Videos sogar in 5D bearbeiten und schneiden kann. Nun ist es Zeit für das Mittagessen. Auf dem Speiseplan steht heute 4 Riesenbratwürste mit extra dicker Brandung und ein hausgemachter Pyrosalat. Zuerst wird der Herd angemacht und die Bratwürste knackig braun angebraten. Dann greift man eine Salatschüssel und gibt die Zutaten hinzu. Zwiebelringe, Tomaten, Paprikaspitzen und abschließend Karottensticks. Das Ganze dann noch schön vermengen und schon kann genossen werden. Und so wartet man, bis es dunkel wird. Nun kann man die illegal gebunkerten Polenbälle aus dem Schrank holen. Sich die Taschen vollstopfen und auf die Street gehen. So, jetzt muss ich mal gucken, dass hier keiner kommt. Oh, da kommt ein Auto, also jetzt schnell weg hier. So, jetzt haben wir hier die Knallteufel mit 50 Gramm BKS pro Stück. So sehen die Teile aus, also richtig schön verarbeitet. Also ich muss jetzt hier immer noch mal gucken. Es ist halt immer nicht sicher. Wenn man sowas hier zündet, dann muss man immer auf der Hut sein. Und bei der Lautstärke merkt man auch, dass es keine Deutschen sind. Was soll das? Habt ihr das gehört? Fuck! Nach der intensiven Verfolgungsjagd ist der Alltag eines Pyros vorbei. Nun kann man sich wieder seinem hochheiligen Pyrobett widmen. Thank you.